Und, oh Leute, da kommen echt viele. Das sieht nicht so gut aus. Hey Leute, ich bin Sven und willkommen zu einer weiteren Folge Skywars auf dem Hypixel-Server. Und heute zocke ich mal wieder eine Mega-Skywars-Runde mit insgesamt 100 Spielern. Und ja, da ging es auch schon gerade eben los. Deswegen baue ich mich jetzt schnell mal in die Mitte. Und ich will natürlich eine Speed-Runde hier wieder draus machen. Das heißt, mal schauen, in wie vielen Minuten hier wir diese Runde beenden können. Und ja, cooler Teammate, er ist direkt runtergeflogen. Ja, das ist doch schon mal eine gute Aussicht zu gewinnen. Aber 5 Goldäpfel, wollte ich sagen, immerhin schon. Und mal schauen, ich brauche noch ein bisschen Rüstung, dann können wir direkt schon auf die ersten Spieler gehen. Und da ist ein Spieler, der sich nicht bewegt. Doch, der kommt jetzt zu mir. Und mal schauen, ob wir den direkt killen können. Und komm schon, nicht wegrennen. Einen goldenen Apfel hier kurz essen und das ist einfach an Fallschaden gestorben. Sehr schön. Den ersten habe ich schon mal. Dann hier Schutz 4, okay, das ist die gleiche Hose. Ein bisschen Rüstung anziehen und dann auf den nächsten Spieler. Und nice, sehr schön. Da habe ich schon mal die Diapostplatte. Das passt sich doch gerade gut, dass der low war. Da konnte ich natürlich jetzt auch nichts machen. Und dann habe ich jetzt somit fast eine volle Dio-Rüstung. Sehr schön. Keine Ahnung, was das Team macht. Im Team leben jetzt noch 3. Aber die Runde geht noch nicht lang und somit können wir natürlich so viele wie möglich ausschalten. Und da hat mich mit Gift abgeworfen, macht jetzt auch nichts. Ist nur noch eine Sekunde und da kommt auch schon der nächste Spieler. Und den habe ich auf jeden Fall bekommen. Komm schon, der hat keine volle Dio-Rüstung. Bisschen Leder fehlt da noch, bisschen Dio fehlt da noch, aber hat eine Lederrüstung. Den habe ich down. Da vorne ist glaube ich ein Team. Dann esse ich kurz mal einen Apfel und gehe da drauf. Solange ich noch Heal, meine Heal Potion, wollte ich sagen. Und, Alter, ich habe kurz gebrannt. What the fuck? Der ist jetzt gleich down. Oh Leute, man muss sich hier echt mega konzentrieren. Sonst ist es echt brenzlig hier zu gewinnen. Und bei dem Schwert kann man echt an... Oh, der hat echt ein Verbrennungsschwert. Aber zum Glück kein so heftiges. Den will ich auf jeden Fall killen. Und den habe ich jetzt down. Okay, dann ist da vorne natürlich noch einer. Ich hätte gern einen Wassereimer, den mache ich jetzt einfach mal hier hin. Potion mache ich jetzt hier hin, in den dritten Slot. Und da ist er wieder hier. Komm, Goldapfel habe ich eh genügend. Und er portet sich einfach weg. What? Okay, schade. 6 Kills, es leben noch ein paar. Allerdings geht die Runde erst 2 Minuten. Das ist natürlich sehr schön. Und da hinten sind auch noch ein paar am Campen. Hier zum Beispiel zu zweit. Da kommt einer rüber, deswegen mische ich mich doch da passend mal ein und kill den erstmal, indem ich den runterschmeiße. Und den, keine Ahnung, was der da macht. Und es hat gerade geleckt. Dann kill ich auch noch diesen hier. Nice, da kommt noch einer rüber. Nee, doch nicht. Aber ich porte mich rüber. Nee, da kommen noch zwei andere Teams. Aber ich mische mich da mal ein, komm. Oh, das war keine gute Idee vielleicht. Ich weiß nicht. Okay, Goldapfel essen. Und was das... Oh, der hat sich geportet. Den habe ich bekommen. Und komm schon, Leute. Alter, das wird eine richtige Rasiererrunde hier. Der hat sich auch geportet. Oh, und da ist es mit dem Feuerschwert. Aber vielleicht hat er sich wieder weggeportet. Nee, okay. Den habe ich jetzt auch bekommen. Oh, Leute. Da vorne ist einer mit Full Deer. Sollen wir unsere letzte Rüstung hier verbraten... unsere letzte Enderperle hier verbraten? Ich glaube nicht, oder? Nee, gehen wir nicht ein. Mal schauen, was der hier für ein Schwert hatte. Ich glaube, kein gutes. Na, Schärfe 1, komm. Gehe ich mal wieder in die Mitte. Mit dieser Enderperle hier. Und mal schauen, ob hier noch ein bisschen was drin ist. Nee, leider nicht. Ganz kurz hier das einfach mal... das lasse ich hier mal in die Kiste machen. So, komm, komm, komm. Das brauchen wir alles gar nicht. Die Potions hier mal rein. Und da hinten ist irgendwo einer. Okay, der hat sich geportet. Dann wieder hier lang. Und... Oh Leute, da kommen echt viele. Das sieht nicht so gut aus. Den habe ich bekommen. Und der hat noch wenig Leben. Das heißt, den habe ich jetzt auch. Okay. Da kommt aber wirklich ein sehr gut ausgerüsteter Spieler. Deswegen will ich da vielleicht mit dem Bogen reingehen. Und komm schon. Jetzt, solange ich noch Heal habe, den vielleicht holen. Aber der wreckt krass. Der wreckt krass viel wieder. Oder hat krass wenig verloren, eher gesagt. Das heißt... Es wird sau... Oh, okay, sau schwierig, den zu killen. Und ich muss jetzt gleich wieder was essen. Ja, ich muss gleich wieder was essen, so. Aber es leben nur noch wenige, das heißt, den können wir easy killen.
Der ist so gut wie down, ja. Habe ich. Wie soll man den bekommen? Der hat auch einen guten Bogen. Der hat halt schon die ganze Schutz 4 Dia-Rüstung, nehme ich an. Sonst wäre der halt instant down. Deswegen haben sich die Kisten jetzt wieder gefüllt für mich. Und ich nehme jetzt auch mal eine gute Rüstung. So, wir sind bei 5 Minuten, Freunde. Das heißt, wir haben schon echt viel gekillt. 16 Stück, auf jeden Fall richtig viel. Und Chests have been refilled. Ach, die wurden noch gar nicht refilled. Okay. Da gehe ich jetzt mal und die sind... Ah, die sind im Team, oder? Nee, die sind im Dreier-Team. Einfach mal auf die hier. Der andere kommt auch. Oh nein, der kann sich da schön mit einmischen. Ich will da nicht sterben. Ich will nicht sterben. Aber die gehen schon auf mich direkt hier. Okay, okay, okay. Schön den einen mit Gift abwerfen. Und... Ja, die sind halt echt gut equipped. Das wäre halt noch das allergrößte Problem, wenn der ganz gut equippte. Genau, der Rio hier. Zu den anderen gehören würde, zu diesen hier. Aber ich glaube mal eher nicht. Und ja, die Vergiftung habe ich noch 9 Sekunden. Ach, schade. Und ich bin einmal fast im Kreis gelaufen. Und die Vergiftung haut echt rein. Und jetzt hört sie wieder auf, danke. Komm schon. Oh, die hätten mich jetzt gleich wieder. Ja, aber ich kann immerhin ein bisschen raggen. Und was ist das für eine Brustplatte? Schusssicher 3. Aber mal schauen, ob ich jetzt hier noch ein bisschen raggen kann. Hey Phil. Oh nein. Hey Phil. Schreibt er. Was will der in Chat schreiben? Ich habe keine Ahnung. What? Alter, ich habe gerade so... Nein, der staubt mich doch nicht ernsthaft ab. Och Mann, der hat mich ernsthaft abgestaubt. Oh Leute. Ich weiß nicht, was der in Chat schreiben wollte. Rio, hat er zu denen gehört? Ich glaube nicht. Und vielleicht hat er mich nach Team fragen wollen, aber ich glaube eher nicht, oder? Der hat... Okay, ein cooles Cape. Und nee, der gehört nicht zu denen. Ach, schade, Leute. Das wäre echt fast eine richtig gute Runde. Ja, okay, der hat einfach richtig krass equipped, dass er die zerstört. Das wäre eigentlich fast eine gute Speedrunde gewesen, wenn ich die natürlich gewonnen hätte. Und ich denke, ja, das ist auch gleich jetzt vorbei, wenn die sich halt jetzt nicht so ewig lang TPen würden. Und ja, da ist halt jetzt noch der Rio, der wahrscheinlich überall Schutz 4 hat gegen die zwei. Oder eher gesagt gegen noch 3 andere, da wahrscheinlich auch im anderen Team ist. Und dann wäre die Runde auch schon zu Ende. Das heißt, man kann es auch schaffen, auf so einer Map zum Beispiel schnell zu gewinnen. Und der hat einfach so eine krasse Rüstung aus den OP-Chests und wird wahrscheinlich sterben. Aber gut, ich will die jetzt nicht weiterhin spectaten. Ich will das Video nicht in die Länge ziehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. 16 Kills auf jeden Fall eine richtig coole Runde. Und ja, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst eine positive Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Natürlich versuche ich, und ich bin unsichtbar hier, ja, demnächst nochmal so eine Speedrunde rauszuhauen. Innerhalb ja wenigen Minuten so die 100er Skywars-Runde zu gewinnen. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob ich das schaffen werde. War auf jeden Fall schon mal ein guter Versuch. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.